Hello everyone und herzlich willkommen zum vierten und damit letzten Part auf der Insel der Champions. Letztes Mal haben wir es geschafft, auch die letzte Striftrolle zu ergattern und sind nun der Champion aller Champions. Ein paar Quests haben wir auch schon erfüllt und in diesem Part gucken wir, ob wir auch die restlichen erfüllen können. Und zudem lösen wir das Geheimnis der Insel. Freut mich, dass ihr alle da seid, lasst doch gerne noch ein Abo da, das wäre tierisch spitze. Und nun viel Spaß mit dem letzten Part auf der Insel der Champions. Sonst sollen wir hier oben in den Bergen ja noch irgendwo eine Superheldin finden. Gucken, ob wir die finden. Ah, hier waren wir noch nicht. Das ist ein Kapper. Kappa. Dir Kappa auch. Ah, okay. Hier geht's noch höher. Keine Feuerpfeile mehr. Kann ich das hier wegmachen? Nö, kann ich einfach rüberlaufen. Ah, das ist eine Höhle. Fledermäuse. Krass. Hier waren wir auch noch nicht. Pass auf, in diesen Höhlen verläuft man sich leicht. Ja, nö. Wow, hier ist schon lange niemand mehr von draußen vorbeigekommen. Außer der Schildkröte, die versucht hat, ganz nach oben zu kommen. Okay, ist das die Schildkröte, die wir suchen? Ist die Superhelden, die wir suchen? Ach, wir können so auf den Gipfel gehen. Crazy. Schauen wir doch mal. Da! Krass. Hier oben bin ich so schön weit weg von... Wovon? Hier oben bin ich so schön weit weg davon. Wovon denn? Erzähl's mir! Okay, das ist irgendeine coole Schildkröte. Schildkrötenfrau. Die will aber nicht mit uns reden. Ich stehe einfach auf dem Gipfel rum. Ja, dann gehen wir nochmal rechts raus. Mal gucken. Ah, okay. Und hier stehen wir einfach. Schöner Ausguck. Das schien aber jetzt nicht die Superheldin zu sein. Da! Da ist sie! Erwischt! Verzeihung, bist du die Superheldin der Berge? Nein! Wirklich? Bitte zwing mich nicht, auf diese Feier zu gehen. Ich bin nur ein Babysitter. Ich bin keine echte Heldin. Die Kinder werden mich hassen. Ein Held zu sein heißt nicht, dass man keine Angst hat. Es heißt, dass du auftauchst, auch wenn du Angst hast. Weißt du was? Du hast recht. Scheinbar kann die Superheldin der Berge von dir doch etwas lernen. Danke, ich mache mich auf den Weg. Jetzt haben wir die Superheldin der Berge auch gefunden. Sehr gut. Noch eine Mission abgehakt. Geht alles ein bisschen kreuz und quer. Jetzt sind wir wieder im Bambusheim. Hier soll es auch noch ein paar Missionen geben, die wir erledigen können. Da! Eine aus unserem Team. Die Bewohner haben das Dorf verlassen, nachdem der Tengu hergekommen ist. Warum? Der Tengu scheint freundlich zu sein und er ist ein guter Tischtennisspieler. Nun, das ist ja das Problem. Jeder mag den Tengu, aber er spielt Tischtennis mit seinem Fächer. Er spielt so gut, dass er damit einen ungeheuerlichen Wind erzeugt, der zu stark für alle in der Nähe ist. Oh, wie schrecklich. Hat ihn niemand gebeten, damit aufzuhören? Ich habe versucht, ins Dojo zu schleichen und den Fächer auszutauschen, aber er hat mich erwischt. Ich werde es versuchen. Ich weiß nicht, ob ich mehr Erfolg haben werde, aber ich versuche es gern. Wow, du bist so mutig. Der Tengu ist im Tischtennis-Dojo nördlich von hier. Viel Glück. Alles klar, dann versuchen wir es mal. Ah, da waren wir auch noch nicht drin. Guck mal, das ist ein Status von unseren Bros. Gucken wir da mal rein. Meine Güte, sind hier viele. Das ist unser geheimes Hauptquartier. Verrat es niemand. Wir haben das geheime Hauptquartier von unserem Team gefunden. Krass. Angeblich sind für einige Sportarten schwierige Spiele auf der Insel versteckt. Ah ja, die habe ich schon gefunden. Die waren auch schwer. Wenn ich weiter trainiere, kann ich eines Tages einen Champion besiegen und eine Schriftrolle bekommen. Mit Sicherheit nicht, denn ich bin der Champion. Du hast genug Schriftrollen für den Bereich für fortgeschrittene Mitglieder. Das gelbe Team bedankt sich für deine harte Arbeit. Das heißt, da ist der Bereich für fortgeschrittene Mitglieder. Da wollen wir aber noch nicht rein. Wir wollen erstmal die Quest lösen. Das gucken wir uns ganz am Schluss an. Na gut, der Tengu schläft noch. Kann ich jetzt seinen Fächer austauschen? Solange er schläft, sollten wir das probieren, hä? Da ist der Fächer. Ich habe ihn fast. Was machst du da? Schöner Fächer. Ich habe nur deinen Fächer bewundert. Er ist so schön. Aha, du hast sehr guten Geschmack. Jeder Bewohner meinen Fächer. Und Jana hat sogar versucht, ihn mir wegzunehmen. Scheinbar erfolglos. Das überrascht mich nicht. Du bist schnell und aufmerksam. Genau, man müsste schon unsichtbar sein, um an mir vorbeizukommen. Da fällt mir ein, wo ist denn mein Tarnumhang? Du hast einen Tarnumhang? Ich hatte einen, aber er ist verschwunden, seitdem ein kleiner Oktopus hier war und ihn bestaunt hat. Oh, meinst du, der Oktopus hat ihn geklaut? Jetzt, wo du sagst, dieser Kopffüßler wagt es, meinen Umhang zu klauen. Ich werde alles geben, um ihn wiederzuhaben. Sogar deinen Fächer? Ja, bring mir meinen Umhang wieder und ich gebe dir meinen geliebten Fächer. Aber wie soll ich jemanden finden, der unsichtbar ist? Du kannst den Umhang an einem Funkeln in der Luft erkennen. Suche im Bambuswald. Bring mir meinen schönen Umhang wieder. Oha, ein Funkeln in der Luft. Das wird vielleicht nervig. Ein Funkeln im Bambuswald. Das kann ja nur überall sein. Wäre wahrscheinlich ein bisschen leichter zu sehen, natürlich, wenn man nicht gewonnen hätte und nicht überall Kirschblüten rumfliegen. Aber was soll's, wir werden es schon finden. Da! Da funkelt was. Aha! Was? Wie kannst du mich sehen? Ich bin dem Funkeln gefolgt. Was bringt der Tarnumhang, wenn man das Funkeln sehen kann? Das ist doch überhaupt nicht dein Umhang. Warum hast du ihn dem Tengu geklaut? Ich wollte damit die Kijimuda vom Marathon Strut erschrecken. Wir spielen aneinander immer kleine Sträuche. Das ist aber kein Grund zu stehlen. Wir bringen ihn auf der Stelle dem Tengu zurück.
Oh, verflixt. Du verstehst keinen Spaß. Doch, ich verstehe Spaß. Aber nicht mit dir. Diebstahl. Oh mein Gott, in das Haus wollte ich gar nicht. Hallo, Tengu, ich hab deinen Umhang. Schnarch, schnarch. Na gut, ich muss den Fächer ansprechen. Den Fächer, der Fächer hat mehr zu sagen als der Tengu. Oh, mein schöner Umhang, du hast ihn gefunden. Ja, und dieser kleine Oktopus möchte dir etwas sagen. Es tut mir leid, dass ich einfach deinen Umhang genommen habe, Herr Tengu. Da, der Umhang ist wieder da. Ich kann jetzt den Fächer haben. Oh, auf keinen Fall. Was? Wir hatten eine Abmachung. Ohne meinen Fächer kann ich kein Tischtennis spielen. Du willst mich doch nicht etwa am Spielen hindern, oder? Nein, aber der Wind von deinem Fächer ist so stark, dass die Bewohner das Dorf verlassen mussten. Deshalb sind alle weg. Ich dachte, sie hätten Angst vor mir. Nein, sie wollen dir gern beim Spielen zusehen. Der Wind ist doch nur ein Trick. Ich höre gern damit auf, wenn es den Dorfbewohnern hilft. Warum hat niemand was zu mir gesagt? Wir hätten das Problem schon lange lösen können. Oh ho ho. Du hast recht. Das nächste Mal werde ich direkter sein. Okay, und jetzt spielt er da ein bisschen mit seinem Fächer rum. Ich habe dich unterschätzt. Vielleicht bist du wirklich auserwählt. Ja, ich bin auch der Champion. Dann haben wir am Bambushain ausgeholfen und auch schon einiges an Pokalen ergattert. Aber ein paar fehlen noch. Gucken, ob wir die auch noch kriegen. Irgendwo soll noch ein alter Champion schlafen, den man wecken soll. Bist du der alte Champion? Lass mich in Ruhe, Coach. Ich bin zu müde. Schnarch. Schnarch. Verflixt. Na gut, ich bin wach. Was willst du? Hat dich meine Trainerin geschickt? Wer bist du? Ich bin der Auserwählte. Ich werde die Insel wieder ins Gleichgewicht bringen. Ich dachte, ich wäre die Auserwählte. Oh, ich schätze, die haben schon einen neuen Sportler gefunden. Ich kam vor einer Weile her, um alle Champions zu besiegen und die Schriftrollen zu sammeln, aber die Lavaflüsse hier auf der Uni-Insel sind einfach so warm und gemütlich. Sollen wir ein Team bilden und gemeinsam antreten? Ich weiß ja nicht, wie viel du von der Insel schon gesehen hast, aber sie ist nicht wirklich groß genug für zwei Auserwählte. Ich setze erst einmal aus. Jetzt lass mich in Ruhe, ich hatte einen so schönen Traum von Sashimi. Okay. Schnarch. Dann lasse ich dich mal in Ruhe. Und wieder bei den Kappas. Hier ist es echt eigentlich schon am schönsten, muss ich sagen. Ist schon sehr traumhaft. Da unten sollen wir noch irgendwie hinkommen. Ich weiß aber gerade nicht wie. Hast du was zu sagen? Das Wasser hier ist so klar, man kann bis auf den Grund sehen. Ja, da hat er recht. Und irgendwie müssen wir dieses Wasser wegkriegen. Vielleicht können wir das hier vorne? Mal die Dinger anzünden? Oh, wir können richtig ins Wasser laufen. Das ist schön. Vielleicht ist hier noch irgendwas versteckt. Ah, hier sind mehr Inseln. Alles klar. Hier ist wirklich was versteckt. Das sind Schildkröte. Vor langer Zeit stand dort draußen im Wasser ein wunderbares rotes Tor. Doch eines Tages versank es. Oh, weiß jemand, was damit passiert ist? Drei Schwestern hatten das Tor gebaut. Sie waren alle große Athletinnen. Doch nach und nach gewannen sie immer weniger Wettbewerbe und schließlich hörten sie ganz auf, Sport zu treiben. Irgendwann zogen die Schwestern weg und kurz darauf verschwand auch das Tor. Sie leben alle noch auf der Insel, sind mittlerweile aber recht alt. Wenn die Schwestern zurückkehren, erscheint das Tor vielleicht auch wieder. Du könntest recht haben, viele haben es versucht, aber die Schwestern weigern sich. Sie sind ziemlich stur geworden, fürchte ich. Würdest du versuchen, sie zu überzeugen? Natürlich. Natürlich. Ich tue, was ich kann. Oh, sie sagt auch natürlich. Wie schön. Vielleicht gibt ihnen dein Optimismus den nötigen Anstoß. Die erste Schwester lebt in einer kleinen Hütte am Marathonstrand im Südosten. Versuch es dort als erstes. Am Marathonstrand im Südosten. Ja, dann gucke ich gleich mal. Ich will noch gucken, was es hier noch so gibt. Einzelne Inseln. Das ist vielleicht cool. Naja, außer diesem Kappa gibt es ja wohl nicht mehr. Und der hat nicht so viel zu erzählen. Dann ab zum Marathonstrand. Bist du vielleicht die Schwester? Lass mich in Ruhe, ich kann diesen Wettstreit nicht leiden. Verzeihung, bist du eine der Schwestern, die das rote Tor im Wasser gebaut haben? Pah, ein Fehler meiner Jugend. Du musst zum Tor zurückgehen, es ist untergegangen, nachdem du und deine Schwestern fortgingen. Zum Glück, das Tor und all der Sport hat nichts als Ärger verursacht. Ärger? Warum? Ich liebe Sport. Nichts als unnützer Wettstreit. Was hat Sport jemals irgendwem gebracht? Spaß? Erfolge? Na, Spaß. Spaß? Weißt du, was mehr Spaß macht als Sport? Den ganzen Tag zu schlafen, da fällt mir ein. Schnarch. Na gut, für den einen oder anderen. Lass mich in Ruhe, ich kann diesen Wettstreit nicht leiden. Verzeihung, bist du eine der Schwestern? Bla bla bla. Vielleicht musst du ihr was anderes sagen. Disziplin, Erfolge. Erfolge, für jeden Sieger gibt es einen Verlierer. Damit will ich nichts zu tun haben. Okay. Disziplin? Hm, vielleicht hast du recht. Es gibt wohl Leute, die davon etwas vertragen können. Aha, Disziplin wollt ihr also hören? Na gut, ich gehe zurück. Viel Glück beim Versuch, meine Schwestern zu finden. Eine von ihnen ist oben auf dem Kletterberg. Hm, ich sollte wohl als nächstes beim Kletterberg vorbei. Die haben wir schon gefunden. Dann ab mal hin zur Schwester. Und da haben wir sie ja schon. Die zweite Schwester. Verzeihung, bist du eine der Schwestern, die das rote Tor im Wasser gebaut haben? Ja, aber das habe ich alles hinter mir gelassen. Du solltest zurückkehren. Das Tor ist untergegangen, nachdem du und deine Schwestern fortgingen. Oh, wie schrecklich, aber ich fürchte, meine Rückkehr ist unmöglich. Ich habe es geliebt zu klettern, aber als ich den Gipfel erreichte und auf das Land herabblickte, fand ich meinen Frieden. Warum sollte ich jetzt zurückkehren? Familie.
Familie? Du meinst meine Schwestern? Eigentlich gefällt es mir, wie ruhig es ohne sie ist. Tut mir leid, ich bleibe hier. Verflucht. Ruhm. Ruhm? Hm, verlockend, aber es klingt nach viel Lärm. Ich mag die Ruhe. Tut mir leid, ich bleibe hier. Verflucht. Dann besteche ich dich halt. Oh, es geht um Geld? Ich bin gleich da. Wirklich? Du willst Geld? Nicht für mich. Ich möchte hier oben ein Vogelhaus für die vielen kleinen Vögelchen bauen. Ich sehe keine Vögel. Du solltest meine anderen Schwester suchen, andere Schwester suchen. Sie ist nach Tanuki City im Südwesten gezogen. Na gut, ab nach Tanuki City. Geldgeile Schildkröte. Ach, das ist wieder unser Kappa-Freund. Und da haben wir die dritte Schwester. Schnorch. Verzeihung. Schnorch, was? Wo? Wer ist denn da? Verzeih die Störung. Ich suche nach den Schwestern, die das rote Tor im Wasser bauten. Wegen der alten Sache hast du mich geweckt? Bitte lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur schlafen. Schlafen? Mitten in einem Fest? Willst du denn nicht mitmachen? Oh, ich habe schon bei vielen Dingen mitgemacht. Ich bin so viel gerannt, dass ich all meine Energie verbraucht habe. Schon der Gedanke daran ist erschöpfend. Wow, du warst sicher total schnell, dass du immer noch müde bist. Ich war die Schnellste. Lass dir von meinen Schwestern nichts anderes erzählen. Ich glaub dir. Ich glaube dir, du warst sicher unglaublich. Das kannst du laut sagen. Ich habe mir Schnarch. Ein kleines Nickerchen Schnarch. Schnarch, okay, sie schläft. Verzeihung? Ja, was, wo, wer und so? Vielleicht sollte ich ihr nicht glauben. Ich habe gehört. Oder habe ich was anderes gehört? Was denn? Was haben meine Schwestern über mich erzählt? Geschummelt. Sie sagen, du hättest die ganze Zeit geschummelt. Geschummelt? Den werde ich zeigen. Was schummeln? Schnarch ist Schnarch. Ach, schade. Nichts mehr drauf. Sie sagen, dass du es nicht mehr drauf hast. Deine Zeit ist vorbei. Was? Diese zwei? Das macht mich so wütend. Ich würde am liebsten... Schnarch. Verdammt, hat auch nicht geklappt. Sie sagen beide, dass sie sich lieben und respektieren. Was sagen sie? Moment, wirklich? Das ist wirklich nett. Nach all den Jahren scheinen sie sich geändert zu haben. Ich muss sie sehen. Wo sind sie doch gleich? Beim versunkenen Wassertor. Oh, der perfekte Ort für ein Wiedersehen. Danke dir, mein Kind. Endlich haben wir es geschafft, alle drei Schwestern zu vereinen. Und ab zum Wassertor. Und da sind sie, alle drei Schwestern, wieder vereint. Ist das nicht wunderschön? Unglaublich, alle drei Schwestern sind zurückgekehrt. Das Tor, schau, es bewegt sich. Okay, jetzt gibt's hier eine extra Challenge. Na gut, wir versuchen es mal. Beim ersten Mal zwar auch nicht geklappt, aber vielleicht klappt es diesmal. Nein. Komm schon, Points für Team Gelb. Nein, jetzt bin ich durcheinander. Naja, immer ein paar Punkte geholt. Warum nicht? Ah, trotzdem drei Danos. Nehmen wir da gerne mit. Jetzt würde ich aber gerne noch wissen, wie wir da unten hinkommen. Irgendwie muss das doch klappen. Ah! Okay, wir sollten eine geisterhafte Gestalt irgendwo finden. Und das scheint eine geisterhafte Gestalt zu sein. So nah und doch so fern. Was ist nah? Vor langer Zeit hatte ich einen Sohn, Urashima Ataro. Er ging hinab zum Unterwasserschloss auf dem Rücken einer Schildkröte, so wurde es mir gesagt. Ich habe auf seine Rückkehr gewartet, eine Woche, ein Jahr, ein Leben lang. Ich warte noch immer. Er muss inzwischen selbst erwachsen sein. Als ich noch lebte, schrieb ich ihm einen Brief. Ich wollte ihn ihm irgendwie zukommen lassen. Meine Güte. Wenn mir das nur gelingen würde, könnte ich endlich ruhen. Vielleicht kann ich den Brief ins Unterwasserschloss bringen. Oh, wirklich? Würdest du mir helfen? Natürlich. Vielen Dank, liebes Kind. Ich habe ihn zwischen zwei Steinlaternen sicher vergraben. Okay, den werden wir schon finden. Ist ja nicht so, dass hier überall zwei Steinlaternen sind. Der ist aber nicht sicher vergraben. Der liegt ja an der Oberfläche. Das muss der Brief sein. Warte, auf der Schriftrolle steht etwas. Der Pfad zum Schloss liegt zu deinen Füßen. Was könnte das bedeuten? Oh, ich bin bei der Dance Queen. Hallo. Hallo, Lucky. Willst du mit uns tanzen? Nee. Eigentlich nicht. Oh, der sieht auffällig aus hier. Verzeihung, bist du Urashima Taro? Lucky, was für eine angenehme Überraschung. Bist du für ein weiteres Wetttanzen hier?
Eigentlich habe ich etwas für dich. Ein Brief. Meine Mutter, ich hätte es fast vergessen. Geht es ihr gut? Sie hat auf dich gewartet, aber sie will nur wissen, ob es dir gut geht. Sag ihr, dass ich sie vermisse, dass ich hier in meinem Schloss glücklich bin. Machst du das, Lucky? Ja. Dann vertellen wir dir mal. Oh, überall Fischis. Guck mal, so ganz Seepferdchen. Komm, es sind das Geheimnis, einen hohen Punkt zu einem Synchronschwimmen. So ist es wohl. Aber die habe ich nicht erreicht, die Kombos. Ach, so kommen wir ins Schloss runter. Alles klar. Coole Sache. Guten Tag, der Geist. Ich habe ihm einen Brief gegeben. Er sagt, dass er dich vermisst und dass er glücklich ist. Ich stehe für immer in deiner Schuld, Lucky. Endlich kann ich damit abschließen. Und weg ist sie. Ab ins Jenseits gegangen. In den Himmel, hoffen wir, für sie. Und somit haben wir alle Pokale gesammelt, außer einen. Was mag sich hier hinter verbergen? Hier steht etwas geschrieben. Traue dem Vogel nicht. Oha. Was machst du denn da, Lucky? Was ist das? Warum steht da, traue dem Vogel nicht? Was? Glaub nicht alles, was du liest. Hihi. Hihihi. Du solltest dich lieber der Pferd halten, Lucky. Da steht, traue dem Vogel nicht. Ich soll dir nicht trauen? Hihi. Das ist merkwürdig. Was soll das bedeuten? Wir wissen es nicht. Vielleicht finden wir es noch raus. Ach, standen die beiden eben schon da vor der Tür? Lucky, was machst du denn da? Huch, ich habe nur den Pokalmeister besucht. Die Pokalmeisterin? Aber die wird doch seit Monaten vermisst. Oha, vermisst? Vermisst? Was ist passiert? Das weiß niemand. Sie ist einfach verschwunden. Das stimmt nicht. Der Pokalmeister ist doch gerade da drin. Ein freundlicher alter Kranich, der mich ständig beobachtet. Ein Kranich, Lucky? Die Pokalmeisterin ist eine Katze, genau wie du. Ein Schwindler! Das ist unmöglich. Ich dachte... Da stimmt doch irgendwas nicht. Geh da lieber nicht wieder rein. Du musst die echte Pokalmeisterin finden. Aber wo fange ich überhaupt an? Denk nach. Hast du auf der Insel irgendwo noch andere Katzen gesehen? Jetzt, wo du es erwähnst? Ja. Stimmt. Eine andere Katze haben wir gesehen. Mal gucken, ob sie es ist. Nämlich die, die gesagt hat, sie ist der alte Champion. Hallo. Sind Sie die Pokalmeisterin? Schnarch. Hey, aufgewacht. Oh, du bist es wieder. Bitte verzeih die Störung. Bist du der Pokalmeister? Ich? Natürlich nicht. Die Pokalmeisterin ist ein Mädchen. Oh, dann hast du sie gesehen? Als ich das letzte Mal gesehen habe, ging sie zum Bootshaus bei den Docks im Nordwesten, aber das ist Monate her. Oh, danke. Ich werde nachsehen. Klar, sicher, aber weck mich nicht nochmal auf. Okay. Dann doch oben bei den Docks. Fluffy, bist du die Pokalmeisterin? Nein. Ist hier ein Strudel in der Mitte? Aha, das könnte ein Zeichen sein. Ein Wasserstrudel? Ich glaube, ich sehe etwas auf dem Grund. Könnte die Pokalmeisterin dort unten sein? Katzen hassen Wasser. Trotzdem reinspringen, wir sind mutig. Das lässt sich nur auf eine Art herausfinden. Ist das die Pokalmeisterin? Meine Güte, was haben wir für ein Secret gefunden hier? Hey, du. Wer bist du? Ich bin die Katze Lucky. Bist du die Pokalmeisterin? In der Tat, aber das ist eher ein Nebenjob. Mein Name ist Momo. Momo? Das kommt mir bekannt vor. Oh, du bist die Katze aus dem Magic Cat Academy Google Doodle von Halloween. Was für ein tolles Spiel. Meine Güte, wie gut kann ich diesen Zungenbrecher aussprechen. Dann bist du etwa Lucky aus den Doodle-Spielen der Insel der Champions? Das spiele ich schon seit Tagen. Also gab es zu Halloween anscheinend auch ein nettes Game. Wow, die ganze Welt ist klein. Moment, hast du mich etwa die ganze Zeit über gesteuert? Aber würde das nicht bedeuten, dass du mich gesteuert hast? Jetzt sind wir raus. Denken wir lieber nicht zu sehr darüber nach. Wir wollen keine existenzielle Krise heraufbeschwören. Aha. Man hat dich überall auf der Insel der Champions gesucht. Oh, ich habe wohl die Zeit vergessen. Ich habe meinen Freund, den Kranich, gebeten, auf das Pokalhaus aufzupassen, solange ich dein Spiel spiele, aber es dauert wirklich lange. Der Kranich ist dein Freund? Er kam mir so unheimlich vor. Oh, er ist ganz in Ordnung, er lacht nur komisch. Würdest du gern mit mir zurück auf die Insel gehen? Es werden sich sicher alle riesig freuen, dich zu sehen. Natürlich, sie machen sich sicher so große Sorgen. Wir treffen uns am Pokalhaus. Momo, also, wie cool. Und sie hat mich die ganze Zeit gespielt. Ich dachte, ich spiele selber. Ein Computer. Und ich bin auf dem Bildschirm. Crazy, in der komischen Welt hier. Bloß wieder raus. Das war wohl das größte Secret, das wir jedenfalls finden konnten. Ich habe mich eh schon gewundert, was so ein riesen Pool in so einem Haus zu suchen hat. Das hat irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Und das, Momo. Mit dem Kranich. Momo, du bist wieder da. Ja, danke, Lucky, dass du mich gefunden hast. Bitte entschuldige meine Warnung, aber ich hatte Momo versprochen, dass ich nichts sagen würde. Oh, du hast also die Warnung geschrieben? Hehe, ja, aber ich hätte mir offenbar keine Sorgen machen müssen. Momo geht es gut. Aber ich muss das Spiel noch spenden. Keine Panik, es bleibt noch reichlich Zeit.
Okay, wir haben alle Pokale und alle Secrets und wir haben Momo befreit. Fehlt nur noch eine Sache. Und die schauen wir uns jetzt an. Und zwar das geheime Hauptquartier unseres Teams. Team Gabe, vorwärts. Hallo Leute, ihr habt gesagt, ich bin jetzt fortgeschritten und darf weiter, dann gehe ich mal weiter. Gucken wir mal rein. Meine Güte. Ist aber sehr schick eingerichtet, muss man sagen. Guten Tag, die Herren. Was machen Sie da? Ein Kaffee, ein Teekränzchen? Die Langstreckenläufer hängen gern am geheimen Strand rum. Warst du schon dort? Ja, da war ich. War überall. Beim Synchronschwimmen gibt es 3 verschiedene Songs. 3? Einen haben wir noch nicht gefunden. Naja, ist denn so. Guten Tag, der Herr. Du hast genug Schriftrollen für den Bereich für Elite-Mitglieder. Unsere Teamleiterin freut sich, dich kennenzulernen. Oh, die Teamleiterin. Ich bin so aufgeregt. Dann wollen wir sie mal kennenlernen. Oh, da ist sie. Die Teamleiterin. Ist das cool mit den ganzen Bambus hier. Da ist sie. Kurama. Aus Naruto. Oh, Lucky, ich habe schon viel von dir gehört. Ich bin die Leiterin des gelben Teams. Ich bin sehr stolz auf alles, was du für unser Team getan hast. Aber du bist noch nicht fertig. Das gelbe Team liegt auf der Bestliste hinten. Wir können erst ruhen, wenn wir die Nummer 1 sind. Und das werde ich alleine nicht schaffen. Deswegen, Leute, wenn ihr Bock habt, das Spiel selber zu spielen, guckt gerne bei den Guggen Doodles rein. Und ja, vorzugsweise könnt ihr natürlich Team Gelb wählen. Vielleicht schaffen wir es noch auf Platz 1 zu steigen. Da links ist noch eine Tür offen. Ich wusste es. Den dritten Song, den finden wir noch. Da ist der dritte Song wirklich. Okay, da spielen wir nochmal. Zum grünen Abschluss hier noch der dritte Song des Synchronschwimms. Und das war's mit dem letzten Part auf der Insel der Champions. Zum Schluss konnten wir doch noch jede Quest erfüllen, auch wenn es zuerst gar nicht geplant war. Wenn ich irgendwas verpasst habe, tut's mir sehr leid. Ich habe nur nach Gefühl gespielt und hatte eigentlich gar nicht vor, das Spiel zu beenden. Aber es war doch so toll, da konnte ich einfach nicht anders. Was haltet ihr von dem Game? Schreibt's gerne in die Kommentare, ich find's klasse. Gerade für einen Gungendoodle, einfach insane. Und natürlich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Game. Peace, Leute, ich bin raus. Bye, bye.